Der IHC Olten auf Radio Inside. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank. Simon Ritz, einen bitteren Abend hinten für den IHC Olten. Wie ist die Stimmung so kurz nach dem Match? Ja, verschissen. Berndeutsch gesagt, wir haben nicht das umgesetzt, was uns vorgegeben wurde. Und sind grusig auf die Geringheit, ja. Es ist ja nicht so, dass Lajotte von hier ein überragendes Spiel gespielt hat. Der IHC Olten hat einfach auch nie eine rechte Tour gefunden. Was hat euch vorgenommen? Was ist gelegen, dass wir das nicht umsetzen können? Ja, sonst würde man nicht so spielen. Aber vor allem haben wir viel zu viele Fehler gemacht. Wir haben einfach, das letzte Drittel 5-0 waren fünf Geschenke von uns. Wir haben die ganzen Matches dumme Entscheidungen getroffen. Oder nicht die richtigen, sagen wir es so. Und dass wir so gegen den Schottfonds nicht verleiden, wo alle drei nach lang verloren haben. Vielleicht waren wir selbstsicher. Aber wir sind nicht dort, wo wir sein. Und vor allem, vielleicht sind wir nicht so gut in viel Denken von uns da. Und müssen wir schon noch ein bisschen Bücher in der Mannschaft hin. Was muss man konkret jetzt ansprechen nach so einem Match? Ja, ich will nicht in den Emotionen grossen mit der Peitsche schwingen und gegen andere Ziele oder sonst gegen uns selber. Wir müssen es einfach mit uns selber hart ins Gericht. So ein Auftritt können wir nicht rechtfertigen von den Fans, die sie kommen, auch gegenüber uns selber. Wir haben uns andere Ziele gesetzt. Und wenn wir das nicht umsetzen können, dann ist jeder von uns einfach auch enttäuscht. Aber wir müssen ganz sicher jeden Spiegel schauen. Und schauen, was habe ich heute gut, was habe ich heute schlecht gemacht, was müssen wir verbessern. Und da gibt es noch einiges. Der IHC Olten auf Radio Inside. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank.